300 Milliliter Milch, 30 Gramm frische Hefe, 1 TI Zucker, 500 Gramm Mehl, Salz, 100 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 2 Bananen, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, 2 Exaliter Zitronensaft, 100 Gramm Pekannusskerne, 4 Exaliter Ahornsirup, 2 TI gemahlener Zimt, 3 bis 4 TI brauner Zucker, 2 Exaliter Semmelbrösel, 1 Eigelb, Klammer auf KI. M Klammer zu, 300 Milliliter Schlagsahne, 60 Gramm Zartbitterkuvertüre, außerdem, Kastenform, Klammer auf 30 cm Länge, Klammer zu, erstens Milch lauwarm erwärmen, Hefe zerbröseln und mit dem Zucker darin auflösen, Mehl, Salz, Hefemilch und 70 Gramm Butter in die Schüssel der Küchenmaschine geben, mit den Knethaken der Küchenmaschine in 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort 45 Minuten gehen lassen. Zweitens, inzwischen für die Füllung Bananen schälen und in grobe Stücke schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln und mit einer Gabel zerdrücken. Pekannüsse grob hacken. Alles mit restlicher Butter, Ahornsirup, 1 TI gemahlenem Zimt und 1 TI braunem Zucker mischen. Drittens, Kastenform mit wenig Butter fetten und mit wenig Mehl bestäuben. Hefeteig auf bemehlter Arbeitsfläche kurz kneten und mit dem Rollholz zu einem Rechteck, Klammer auf 30 x 35 cm, Klammer zu, ausrollen. Die Bananenfüllung gleichmäßig auf dem Teig verteilen, dabei rund um 2 cm Rand freilassen. Füllung mit Semmelbröseln bestreuen. Teig samt Füllung von einer Längsseite her aufrollen. Teigrolle in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben dicht an dicht in die Kastenform setzen, mit einem Geschirrtuch locker abdecken und 30 Minuten gehen lassen. Viertens, Eigelb mit 2 Exaliter Sahne verquirlen, restlichen Zimt mit dem restlichen braunen Zucker mischen. Die Teigoberfläche mit der Eigelbsahne bestreichen und mit dem Zimtzucker bestreuen. Bananenbrot im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 170 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 30 bis 35 Minuten backen. Aus dem Backofen nehmen und 10 Minuten abkühlen lassen. Dann vorsichtig aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen. Fünftens, Kuvertüre grob hacken und in einer Schüssel überm heißen Wasserbad schmelzen. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, restliche Sahne steif schlagen und locker mit der Kuvertüre mischen. Bananenbrot in 2010 bis 12 Scheiben schneiden und mit der Schokosahne servieren. Zubereitungszeit 1:20 Stunden plus G und Kühlzeit pro Scheibe, Klammer auf bei 12 Scheiben, Klammer zu, 8 Gramm E, 24 Gramm F, 45 Gramm Ka gleich 440 Kilokalorien, Klammer auf 1841.